Und schon wieder zurück bei Tyranny. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass das die letzte Folge für die heutige Aufnahmesession ist, weil ich immer noch mal schlafen muss. Nichtsdestotrotz, ich kann auch jetzt wieder nicht aufhören. Ja, wir haben mit Graven Ash gesprochen. So richtig möchte er nicht mit uns reden. Viele Orte sind mittlerweile ausgegraut. Aber hier kommt man gar nicht hin. Wahrscheinlich nur, wenn man tatsächlich mit dem scharlachroten Chor im Bunde ist. Denn das ist tatsächlich ja Chorgebiet. Guck mal hier, das ist jetzt Geschmähtengebiet. Das. Und das hier ist Chorgebiet und das hier war vorher Chorgebiet. Nun ja, folgendes. Ich habe nachgedacht. Ich habe mir überlegt, ob es nicht vielleicht... Also ich meine... Graven Ash möchte ich eigentlich nicht verlieren. Erster Punkt, ich respektiere ihn. Zweiter Punkt, er kann mir dabei helfen, Barik zu befreien. Und Barik hat es mehr als alle anderen verdient, dass wir ihm helfen. Zweiter Punkt, was Thunon und Bleeden Mark betrifft, ist es mir eigentlich fast egal. Mittlerweile. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, diese Probleme zu beseitigen. Dann Nerats Stimmen zu beseitigen. Und zu Ash zurückzukommen und zu Ash zu sagen, Ash, du musst nur noch dein Knie beugen und alles ist gut. Vielleicht, wenn wir drei Archonten schon besiegt haben, dass er dann eher dem Ganzen zustimmt, als wenn er die Überzeugung hat, dass er noch gewinnen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal in die Bastardstadt gehen und mich dem Gericht stellen. Es kann nur großartig werden. Stell dich Thunons Urteil. Oho, sind wir alle versammelt, ja? Ach, selbst der Chor ist da. Schau mal einer an. Heute gibt es keine Verfahren für Adlige mehr. Dieses Gericht ist geschlossen. Das ist ein Skandal. Wir verlangen, angehört zu werden. Dieser Erlass steht nicht zur Diskussion. Die Gerichtsdiener werden euch alle hinaus begleiten. Fatebinder, thank you for answering my summons. This could very well be the defining hour of the conquest. Nichtsdestotrotz. I first want to make it clear why we've assembled today. After the collapse of Vendrian's Well and the start of the Civil War, it became clear to me that there must have been some great fault on the part of the Archons. We come together to root out the source of our troubles and determine which of the Archons has sown more chaos during the war. Ach so! Okay, dann vielleicht habe ich das falsch verstanden oder vielleicht war das auch falsch übersetzt, aber das ist das, worauf wir uns vorbereitet haben hier, die Beweise, die wir gesammelt haben. Ja, umso besser. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist offensichtlich, Richter. Es hier auszusprechen bestätigt nur, was wir alle bereits wissen. Thunon dreht sich um und setzt vermutlich einen strengen Blick auf. Dann wendet er sich wieder dir mit kühler Gelassenheit zu. Much has happened since I dispatched you on that mission. With Kairos's mandate that only one Archon may rule the Tears, the verdict is now more important than ever. We cannot allow this conquest to descend into total anarchy. You backed Graven Ash and his disfavored army at the start of the Civil War. I know that you must have been torn in your decision, but I assure you that your loyalty to the Archon isn't in question here. Only your findings will be weighed with their due importance. Ich glaube, hier müssen wir versuchen, so neutral wie möglich zu sein. Er hat mehrfach klargestellt, dass ihm wirklich nur an Gerechtigkeit gelegen ist, ansonsten überhaupt nichts. Was würdet ihr gerne von mir wissen, Euer Ehren? In your professional and objective opinion,
Which of the two Archons is guilty of sowing the most chaos in the Tears? Nerats Stimmen, Archont der Geheimnisse. And so the charges are declared. I'm confident you've come with prepared arguments and research, as is expected of your station. Ich werde hier keine gegenstandslosen Anschuldigungen geduldig über mich ergehen lassen. In accordance to Kairos' legal custom, you will state the crimes against the Archon and offer up your evidence. The court will weigh your claims on their merits. I would encourage you to make as many claims as possible. Bringing charges against an Archon is no small matter. They are not accountable to Kairos' laws with the same rigidity as an average citizen, so it may be more difficult to justify their guilt. Ist ja in irgendeiner Weise auch nicht wirklich gerecht, aber gut. Verstanden, ich werde keine berechtigte Anklage vor dem Gericht zurückhalten. Provided that you have the evidence to back them, of course. To make a claim lacking evidence will only harm your case in the court's eyes. Is this understood? Ja, ich werde meine Anschuldigung mit nackten Tatsachen belegen. Du erinnerst dich zweifellos an die Kategorien der Übertretungen, für die Archonten verantwortlich gemacht werden können. Diese sind Abspaltung, Inkompetenz, Kriegsverbrechen und das Horten von verbotenem Wissen. Rogalus nickt dir zu. Es passiert nicht jeden Tag, dass wir zusammengerufen werden, um eine Schuld von solchem Ausmaß zu ermitteln. Sei vorsichtig. Da musste ich mal eben niesen. Das kann sein, dass das eine sehr komplizierte Verhandlung wird. Gucken wir mal, Abspaltung, Inkompetenz, Kriegsverbrechen und verbotenes Wissen. Then we are ready to begin. State your claims, Fatebinder. You may proceed at your own pace. Tunon bedeutet dir zu beginnen. Ich beschuldige den Archonten der schnöden Aufwiegelung. Aufwiegelung? Wenn dies einem Archonten vorgeworfen wird, ist das keine Kleinigkeit. Aber wenn du glaubst, Nerats Stimmen habe mit dem Feind konspiriert, fahre fort. Lege deinen Fall vor, Schicksalsbinder. Das hier wissen wir. Nerats Stimmen gab Kampfpläne der Geschmähten an die Verteidiger vom unbeugsamen Land. Ha! Als ob man irgendwelche zuverlässigen Beweise aus dieser Müllhalde von einem Reich zutage fördern könnte. Was auch immer du gefunden hast, ist wahrscheinlich so verschmiert oder zerrissen, dass es unleserlich ist. Du hast Beweise für so ein Verbrechen gefunden? Es ist schockierend, dass der Archont der Geheimnisse jegliches belastende Material in die Hände von jemandem geben sollte, dem er nicht absolutes Vertrauen schenkt. Aber das unbeugsame Land ist weit weg vom Einfluss des Archonten. Faszinierend. Hast du weitere Beweise, welche die Anklage der Aufwiegelung stützen? Auf Befehl von Nerats Stimmen schmuggelte Harchiand Bronze-Eisenwaffen zur Vendrin-Wache. Dann ist der Verrat des Archonten der Geheimnisse ein größerer, als sogar ich mir gedacht habe. Ich fürchte, diese Nachricht schädigt das Grundgerüst unserer Offensive. Danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Der scharlachrote Chor half den Ungebrochenen während des Bürgerkriegs. Ich fand geschmähten Patrouillenpläne bei einem Leichnam eines Feindes, der mir von den Agenten des Chors überbracht wurde. Der Bandenchef des Chors schluckt, als du den Beweis präsentierst, und blickt mit zunehmender Nervosität zu Tunon hoch. Im Krieg wird tatsächlich selten etwas dokumentiert, wenn Verwirrung und Unordnung herrschen. Das Gericht akzeptiert diesen Beleg der Konspiration. Keine weiteren Belege. Lasst uns jetzt mit den Anklagen weitermachen. Der Archont hat während dieses Feldzugs abscheuliche Taten begangen. Ich beschuldige ihn der Kriegsverbrechen. Nerats Stimmen tendiert dazu, Kairos Gesetz nach seinen Wünschen zu interpretieren, aber ich hoffe, diese Gewohnheit geriet nicht außer Kontrolle. Erzähle mir von den Kriegsverbrechen, Schicksalsbinder. Roskur rekrutierte von den Ungebrochenen zu einer Zeit, als seine Truppen in der Region nicht erlaubt waren. Eine Übertretung in einem Gebiet des unbeugsamen Landes, auf das Graven Ash Anspruch erhoben hat, das zeigt, dass der Einsatz der Geschmähten nicht anerkannt wurde. Während der Eroberung stahl der scharlachrote Chor Waffen und Rüstungen von den Leichnamen der Geschmähten. Ich könnte so formulieren, dass es viel weniger giftig und dafür zweckmäßiger klingt, aber weißt du was? Spiel dein kleines Rechtsspiel. Du wirst sehen, was es dir bringt. Er macht mit beiden Händen eine abwinkende Geste in deine Richtung.
Ich habe auch gehört, dass es einige Unklarheiten darüber gab, wie die geschmähten Soldaten starben. Auf jeden Fall war es eine verwerfliche Tat, welche die nordländischen Traditionen untergraben hat. Der Scharlachrote Korps plünderte während des Feldzugs im unbeugsamen Land Vorräte der Geschmähten. Die Talente des Archonten sind diesem Gericht wohl bekannt, aber offensichtlich sind wir uns nicht bewusst, wie weit er für die grauenerregende Ausführung gehen würde. Die Pläne von Nerats Stimmen sind nicht immer offensichtlich, Euer Ehren, aber das trägt nur zu ihrer Schönheit bei. Blutmulch verbeugt sich. Du hast den Korps in dieser Angelegenheit für nicht schuldig befunden. Warum? Nur um die Situation zu entschärfen. Besser, die Armeen sparen ihren Zorn für den Feind. Viel geschieht im Namen des Friedens und der Bewahrung desselben. Hunger ist ein starker Antrieb. Das Gericht akzeptiert deinen Bericht. Ich habe meine Beweise für Kriegsverbrechen angeführt, Euer Ehren. Und ich habe den Fall dargelegt, so gut ich konnte. Very well. I have weighed your evidence against the charges. You failed to make a case against the voices of Nerat. Though you provided some compelling evidence, I'm afraid it wasn't sufficient to convict the Archon of Secrets. Sieht so aus, als wäre deine Ausbildung bei Gericht ihr Gewicht in Getreide nicht wert, Schicksalsbinder. Blutmulch lacht in sich hinein. Ich kenne einige hungrige Schweine, die dir beibringen können, wie man eine Rede hält, wenn es dich interessiert. Das schreit zum Himmel. Ein umgefallener Baumstamm könnte einen überzeugenden Fall gegen Nerats Stimmen vorbringen. With that unpleasant business out of the way, we change course to another serious matter. One that puts into question your conduct as a member of Kairos' loyal followers. Aber was hätte ich denn noch finden sollen? Ich habe doch alles eigentlich sehr gründlich abgegrast, bis auf das DLC-Gebiet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch... Was hätte ich denn da noch finden sollen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt und ein bisschen enttäuscht. Darüber hinaus? Okay, lass mal erstmal so weiterlaufen. You have made quite a name for yourself, Fatebinder. Stories of your deeds have spread through the tiers, and all of them have reached this court. Some actions have consequences. We will see what your actions have wrought. The court has its own charges to present and invites you to answer for yourself. Das habe ich erwartet. Erhebt eure Anklagen. Jetzt bin ich also doch noch dran. The trial begins now. I recommend that you treat these moments with deserving gravity, as they might be your last. Don't attempt to lie or evade answers. I will judge you in the objective eyes of our Overlord. Is that understood? Ja, Euer Ehren. At least your civility remains intact. You are on trial for transgressing on the Overlord's authority, breaking the laws of the Empire, bringing mayhem to an otherwise orderly conquest, and meddling in concerns that fell beyond your station. Our directive to bring Kairos's peace to the Tears has suffered, and you will answer for the part you played. Ich habe genau die Befehle befolgt, die mir gegeben wurden, und das wird mir ausgelegt. Wenn ihr nichts dagegen habt, Richter, wir kennen den Schicksalsbinder hier gut. Sollten irgendwelche Widersprüchlichkeiten unseren Beitrag erfordern, bieten wir unsere Stimme für eine Aussage an. Sie nickt Rogalus zu und wendet sich dann dir mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck zu. The court has inquiries into your conduct. I first call your travel companions to speak on your behalf as witnesses to your character or accomplices to your crimes. Who will speak on behalf of the Fatebinder? The Ironclad Commander will step forward, if indeed he has the strength to walk. You want me to speak, Adjudicator? Bareks Rüstung klappert leise, als er nach vorne tritt. Das Geräusch hallt im Gericht wieder. I've been treated with fairness and respect. As fine as anything the Legion ever gave me. The Fatebinder trusts my counsel. I've never seen a finer, more upstanding member of the court. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf?
Scarlet Fury, you who sacrificed your old life for this one, step forward. Me? As if the likes of me has any business speaking in a grand hall before the Archon. Why, I've murdered enough folk to stack their bodies up to the podium 10 times over. Your Honor. The Fatebinder and I get along like a couple of cats. We scratch here and there, but there's respect to be had. Sometimes I think we agree on too much, but can't fight everyone. I suppose I've had worse bosses, and I suppose I've had better friends. But this one's something special. I've killed for him, and I'll do it again. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Let the aged chronicler step forward. If it may please the court, I will speak true. I have had the honor and privilege of shadowing the Archon. A dream come true for someone so eager to witness history in the unfolding. I can say, with conviction, I am following greatness. Und wenn es erforderlich ist, könnte ich meinen Reisebericht auspacken, um meine Behauptungen zu untermauern. Ich habe das Gute gemeinsam mit dem Schlechten niedergeschrieben und glaube, dass ihr sehen werdet, dass der Archont eine Macht der Ordnung und des Gleichgewichts ist. Genau das, was ihr von einem Schicksalsbinder wünschen solltet. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Es ist keiner mehr hier. Offensichtlich nicht. Die Zeit ist gekommen, da der Schicksalsbinder seine Aussage machen muss. Ich hatte dich ins Reich des unbeugsamen Landes geschickt, um Kairos Edikt der Stürme gegen die Regenten in der Festung Wachplatz zu verkünden, und zwar als Bestrafung ihres fortwährenden Widerstands gegen die rechtmäßige Herrschaft des Oberherren. Trotzdem hast du bei seiner Verkündung länger als notwendig gezögert und den Regenten dadurch Zeit gegeben, Vorräte in ihrer Bastion zu horten, während sie die Geschmähten noch weiter in Richtung ihrer letztendlichen Vernichtung zogen. Die Geschmähten waren in der Region aktiv. Ich wollte ihnen Zeit geben, ihre Patrouillen zurückzuziehen. Nicht, dass uns diese Stunden letztendlich zugute gekommen wären, murmelt Barek vor sich hin. Und trotzdem taten sie es nicht. Hat dich der Archont des Krieges nicht ausdrücklich darum gebeten, das Edikt umgehend zu verkünden? Eine Bitte, die du ignoriert hast. Thunon schüttelt den Kopf. Schicksalsbinder, versuche nicht, dich hinter den Schilden der Geschmähten zu verstecken. Der Zorn des Oberherren galt ebenso den gescheiterten Soldaten wie den aufmüpfigen Regenten. Du hast Kairos Edikt der Stürme mit legalen Mitteln abgeschlossen, zudem hast du das Herrschergeschlecht des unbeugsamen Landes verschont und hast damit den eigentlichen Zweck des Edikts umgangen. Hast du gedacht, dass der Zorn des Oberherren ein Rätsel war, das es für dich zu lösen galt? Was soll ich dazu sagen? Ich hasse es, vor Gericht zu stehen. Nicht, dass es mir schon mal passiert wäre, aber... Jetzt die Frage, wie wir antworten, oder? Kairos ist fehlbar? Schlechte Idee. Kairos beabsichtigt, zu formulieren, was Kairos will, ist auch nicht. Es lag an mir, das Edikt auf meine Art abzuschließen. Weil du es überbracht hast? Eine Aufgabe, bei deren Ausführung du zaudernd vorgegangen bist? Die Schwere der Stille in der Kammer ist förmlich greifbar. Du hast die Altmauern betreten. Das war ein offensichtlicher Verstoß gegen Kairos Gesetz. Was hast du zu dieser Rechtsverdrehung zu sagen? Wähnst du dich über dem Gesetz? Mein Verbrechen war nur die Verfolgung von Verbrechern, damit ich ihre Verfehlungen bestrafen konnte. Es gibt keinen Präzedenzfall für die Umstände, die du beschreibst, doch ich vertraue deiner Argumentation. Agenten meines Gerichts haben keine Immunität vor dem Gesetz, doch du befandest dich in einer unmöglichen Lage. In der Stadt Halbtor hast du die Garnison des Chors erschlagen, der sie rechtmäßig für sich beansprucht hatte.
Als du fertig warst, lag ein Dutzend von Kairos Dienern erschlagen auf den Straßen. Sie haben mich angegriffen und dadurch Kairos Frieden verletzt. Ich habe mich nur angemessen verteidigt. Ich habe sogar noch mit der einen gesprochen und sie verjagt. Als ich hochgegangen bin, wurde ich angegriffen. Der Richter nickt. Das vermutete ich. Wie schade, dass du das nicht erreichen konntest, ohne dabei Kairos Präsenz vor Ort zu eliminieren. I have one final question, Fatebinder. You were brought to this campaign to adjudicate the disagreements between the two armies. After your arrival, matters quickly escalated into a civil war. Did you knowingly join the conquest of the Tears to sow discord in your wake? Or were you merely a victim of circumstance? Puh. Um ehrlich zu sein, ich erkannte die Verdorbenheit der Erschonten gleich zu Beginn. Das haben wir von Anfang an gesagt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich gegeneinander wenden würden. Und ich war schlussendlich darauf vorbereitet. If you anticipated a failure on this scale, you should have informed me. Or else worked to avoid it, rather than pit combatants against each other. Ich habe informiert. Ich habe ihm Sendschreiben geschickt. Wahrlich, die Weisheit des Gerichts kennt keine Grenzen, Euer Ehren. Rogalus wendet sich dir mit einem gebieterischen Blick zu. I am finished with my line of questioning. Have you any closing remarks for the court? Obwohl ich stets danach gestrebt habe, Frieden und Ordnung in diese zerschlagene Gegend zu bringen, erkenne ich an, dass unsere Arbeit ein harter Kampf ist. Die Mühen sich aber lohnen. The way you frame it, the conquest sounds like a matter of true personal investment. Most curious. After weighing the charges, this court finds you innocent. Against all reason or expectation, I find you innocent. Your testimony was sufficient to justify your deeds, your self-appointed authority, and your undermining of Kairos's law. I can hardly believe it myself. Boah, ich weiß nicht mehr, warum ich gerade so erleichtert bin. Aber es stimmt ja. Thunon hebt eine zitternde Hand an seine Maske. Richter, fühlt ihr euch nicht wohl? Rogalus macht einen vorsichtigen Schritt. Lasst ihn, ich möchte sehen, wie sich das entwickelt. Kallio beugt sich interessiert vor. Archon, your presentation in the court today has shaken many of my core beliefs. Things I held sacred under Kairos's law are now uncertain. Oh nein! Das Schlimmste für jemanden, der bei Gericht ist, und genauso das Schlimmste für jemanden wie Thunon. Ungewissheit. Graustufen. Er sieht seinen Richterhammer mit offenbarer Verwirrung an. I once thought that Kairos was the sole overlord. The notion of rising to her echelon of power and influence wasn't a concept that existed for me. For anyone. You have proven her wrong. What's more, you understand justice and law better than she ever did. Better than even. Auf seiner Maske zeichnen sich Falten um die Augen ab, als würde er vor Schmerz zusammenzucken. Wir wissen, dass Thunon sich ja auch nur unterworfen hat und im Grunde mit Kairos so nicht viel zu tun hat, aber halt das Gesetz vertritt. Und deswegen hat Kairos Thunon gewähren lassen. I am willing to accept you as my new sovereign, if you'll have me. Ich akzeptiere. Zusammen werden wir das Gesetz neu schreiben und den Grundstein für ein neues Reich legen. My gavel and my justice are yours. I will execute your laws as you draft them, show mercy as you see fit, and bring to ruin all who would reject you. Wen haben wir denn da?
Leise schlüpft Bläden Mark aus den Schatten. Er gleitet auf dich zu, zwei Dolche mit schwarzen Klingen unauffällig in den Händen haltend. Seine Augen huschen zwischen dir und Thunon hin und her. Adjudicator, Kid. Er grüßt euch beide mit einem knappen Nicken, bevor er seine Forderung verkündet. Allow this blade to cut to the point. I have an objection, or two. Er wirbelt mit beiden Dolchen, seine Finger bewegen sich behende in die Schatten und wieder ans Licht. Die Bewegung ist fast hypnotisch und vollkommen verschwommen, und die ganze Zeit überbohren sich seine hellstrahlenden Augen in die deinen. Um das mal klar zu sagen, Thunon, als einen Diener zu haben, halte ich für eine gute Sache. Graven Ash als einen Diener zu haben, halte ich für eine gute Sache. Nicht als einen Diener, also als, ne, als Archonten. Gehen wir jetzt mal tatsächlich davon aus, dass wir der neue Oberherr sind. Die beiden als Archonten zu behalten, ist eine gute Sache. Graven Ash ist ein fantastischer General, der sich wundervoll um seine Leute kümmert. Auch wenn er Taktiken anwendet, die bisweilen schwierig sind, aber ich denke, das kommt auch aus der Führung, die er erlebt hat durch Kairos. Was Thunon betrifft, der Mann wird... Wir werden ihm Gesetze geben und er wird sie vollstrecken. Und es liegt an uns, diese Gesetze zu formulieren, und Thunon wird seine Arbeit gut tun. Was Bläden Mark betrifft, so leid es mir tut, der ist genauso wie Nerats Stimmen, den kann ich nicht brauchen. Ich bin nicht irgendein Kind, ich bin jetzt Archont. Dir ist klar, mit wem du dich anlegst, oder? Er grinst breit und gefährlich, seine Zähne leuchten in der Dunkelheit. Look, it's not like I have a grudge against you, I just... can't let you live on Kairos's orders. I'm sure you understand. Offenbar wartest du schon lange auf diesen Moment, und sie hat es dir persönlich gesagt, ja? Kairos has given me free rein of action to protect the Overlord's interests. The semantics are of little concern to her, though I admit they will greatly affect you. It would appear the court headsman is determined to make his stand. Under normal circumstances, I would curb this behavior with a swift execution. However, we have long since abandoned normalcy. There will be a trial by combat then. Bledenmark's claim against your own. Justice will win out, and the will of the true Overlord will be evident for the living to witness. You may begin when ready, Archon. Nun, dann habe ich wohl keine Wahl. Ohne Vorwarnung oder ein weiteres Wort löst der Archont der Schatten sich in Dunkelheit auf. Das Licht in dem Raum flackert und wird dunkler, als er zum Angriff vorschießt. Your trial begins anew, Archon. Prepare to defend your title, your innocence, and your very life. Another battle. Na gut. I'm starting to think we're bad at making friends. Wo ist denn da ist er? Heiliger. Okay. Lyra, ich bin in Lyras Worte waren so, naja, neutral gefasst, wie man nur konnte oder wie sie nur konnte. Man kennt sie ja mittlerweile. Good work. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar um die Worte von jedem Einzelnen, der uns so lange begleitet hat. Auf all diesen Reihen. Und ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Gruppe sein zu dürfen. Was zum Henker? Zum Glück habe ich den richtigen angezündet. Ich muss den hier loswerden, der macht gerade ziemlich viel Schaden von außen. Lyra, Lyra, Lyra.
Der Fallsturm hilft uns hier gerade nicht viel, der Tod von oben auch nicht. Da ist er schon wieder weg. Dieser feige kleine Mistzack. Nice one, kid. Er ist doch schon dem Tode nahe. Bringt es zu Ende. Ja, oder? Nein, jetzt steht er da hinten. Oder wo steht er? Er hat sich Schatten herangeholt. Come and face my iron! Grovel before me! I see you there. Pay attention, kids. You might learn something. I got it. The trick is to keep twisting till you hear the snap. Jetzt bringt es zu Ende. Bringt es zu Ende, verdammt nochmal! Was ist das für eine Fähigkeit? Wie unfair ist das denn? Gut, ich will nicht von unfair reden, ne? Wir kämpfen vier gegen einen, aber ihr wisst, was ich meine. Mit vor Überraschung geweiteten goldenen, finster blickenden Augen stürzt der Archon zu Boden. Er hustet Blut, das so schwarz ist wie die Schatten, die um ihn wabern. Er fasst sich an seine zerschmetterte Brust und grinst. Look at you. The surprise of a lifetime. Er keucht. Das Blut in seinen Lungen lässt ihn ertrinken. Das Licht in seinen Augen verblasst. Aus seinen Pupillen sickert Schwärze, die sich ausdehnt und die ganzen Augen verdunkelt. Ein bedeutungsvoller Blick wechselt zwischen euch beiden. Seine Finger graben sich in den Boden. Don't die too easily. Won't look good for me. This brightness is blinding. Master. If you'll join me upstairs, I will pledge fealty to you in the lawful manner. Du hast Blädenmark erhöht, deine Macht hat sich besiegt, deine Macht hat sich erhöht. On it. Nimm Thunons Lehenstreue an. Hallo. Du hast Schattenbindung erhalten. Das packe ich mal gerade wieder hier unten mit rein. Diese Armschiene gehörte einst Blädenmark. Sie besteht aus einer unbekannten Substanz, die teilweise samtweiche Dunkelheit ist, teilweise gehärtetes Insektenzitin. Es heißt, dass die Dunkelheit erdrückender ist, wenn ein Archont der Schatten über das Angesicht von Terratus wandelt. Die Magie, die seiner Macht entstammt, macht sich mit einladenden Gebaren die Substanz der Schatten zunutze und behandelt die Dunkelheit wie kaum mehr als eine arkane Macht. Eine Armschiene, die es dem Träger ermöglicht, sein dunkleres Ich zu verkörpern, ist daher mit einem Anflug von Gefahr und Risiko verbunden. Es reicht schon, sie genau zu betrachten, damit der Blick verschwimmt und eine Welle der Übelkeit einen übermannt. Nun denn, dann werden wir nach oben schreiten, die Lehenstreue von Thunon entgegennehmen und dann vielleicht mit einer anderen Position vor Raven Ash stehen. Wir werden aber auf jeden Fall auch erst Nerats Stimmen beseitigen. Das ist etwas, da warte ich schon sehr lange drauf. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss!